Hey Leute und willkommen zum zweiten Video dieses Jahres, erste BMX-Video im Jahr 2020. Und ich bin gerade wieder in Schaffhausen im Skatepark. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist noch ein bisschen feucht, weil heute Nacht war es wieder ultra kalt und hat ein bisschen gefroren. Jetzt hat es noch minus 1 Grad. Also ich spüre meine Hände schon vom Weg, vom Parkplatz hierher nicht mehr, aber auch nicht so schlimm. Ich werde mich jetzt hier gleich warm fahren. Das kennt bestimmt jeder von euch. So, wenn ihr ins Skatepark kommt, in euren Local Park oder da, wo ihr öfter seid, habt ihr schon eure festen Tricks und so, die ihr am Anfang erstmal durchmacht, bevor ihr was Neues lernt. Und das ist bei mir jetzt hier so ein Manual, hier einmal um die Bowl rum. Also ich komme hier raus, fahre dann da Manual einmal rum und dann droppe ich hier wieder rein. Und ja, das mache ich jetzt erstmal hier, um mich warm zu fahren, dass ich vielleicht meine Hände wieder spüre. Und ich habe gerade gemerkt, da oben ist ein bisschen Eis, muss ich aufpassen. Alles klar, let's try this. So, ich habe jetzt den Manual 4-5 Mal auf dem Cooping abgesetzt und es ist einfach so kalt und glatt, dass ich das jetzt einfach zählen lasse, obwohl ich, wenn ich normalerweise hier bin, brauche ich so 2-3 Versuche maximal. Aber ihr könnt sehen, guck mal, hier einfach Eis. Und ja, also eigentlich alles, was hier noch nass ist, ist gefroren, weil es halt echt viel zu kalt ist. Ich lasse den Manual jetzt einfach mal so stehen und probiere hier ein, zwei andere Clips zu filmen. Aber ja, hier ist halt überall Eis. Na gut, ja, ich probiere jetzt erstmal hier an der Ledge da hinten und an dem Rail probiere ich jetzt ein, zwei Clips zu filmen. Und dann gucke ich mal, dass ich meine Hände mal spüre, dass ich auch ein paar Barspins oder sowas machen kann. So, jetzt habe ich mich langsam warm gefahren, jetzt spüre ich meine Hände, jetzt kann ich mich hier an die Pyramide rantasten, ein, zwei Barspins machen und ja. Ich weiß, ich habe zwar in den letzten Videos gesagt, dass ich Helm tragen möchte, aber heute ist so kalt, meine Glatze würde komplett abfrieren, ich habe keine Haare, da wird es mir alles abfrieren. Deswegen tut es mir leid, dass ich heute keinen Helm anhabe, aber trotzdem immer einen Helm tragen, Leute. Jetzt gehen wir mal an die Pyramide. Jetzt gibt es einen kleinen Perspektivenwechsel. Es tut mir leid, dass es immer so statisch ist. Aber ich bin halt immer allein und dann kann ich nicht jemanden filmen lassen. Also, ich bin beeindruckt, wie gut es halt klappt mit den Tricks. Obwohl ich bin ultra müde und es ist übel kalt und das bedrückt einen ja meistens.
Aber irgendwie habe ich Glück mit den Tricks heute. Deswegen probiere ich jetzt hier so diese Curb, so wie die Ledge, Fibel hart ins Flat. Und ja, freue mich auf den Einschlag. Mir ist aufgefallen, ich war hier schon so oft und ich habe noch nie an diesem roten Wallride noch nie Tricks gemacht. Deswegen probiere ich jetzt hier mal ein, zwei Kombos. Vielleicht auch so einen Air an dieser Bank zu machen. Naja, mal gucken. So, jetzt haben wir schon ein paar Clips gefilmt. Jetzt mache ich noch hier ein bisschen was an diesem Curb Manual Pad Combo Ding. Und ja, auf jeden Fall ein paar Fibel 180 Sachen. Ja, irgendwas mit Manual. Geben wir den ganzen mal einen Versuch. So, Manual 180 habe ich jetzt zweimal hintereinander geschafft. Zwar mit Bitchop, aber das clean ich noch aus. Ich bin froh, dass ich den jetzt endlich mal geschafft habe. Der wird auf jeden Fall noch perfektioniert. Mein Kameraakku ist jetzt fast leer, das heißt, ich mache jetzt hier noch ein, zwei Stunts, hoffe, dass der Akku nicht leer geht und dann muss ich das Video demnächst beenden. So, der Akku blinkt noch, das heißt, vielleicht habe ich noch kurz Zeit. Ich probiere jetzt nochmal den Manual, den ich am Anfang probiert habe, um die Bowl rum. Und hoffentlich klappt er jetzt endlich, weil das ist echt traurig, wenn es immer noch nicht klappt. So, jetzt gerade als ich mein Stativ aufgebaut habe, ist mein Kameraakku leer gegangen. Jetzt liegt die Kamera da und ich probiere jetzt den Manual noch mit dem iPhone zu filmen. Habe hier so eine Handyhalterung fürs Stativ und mache jetzt kurz den Manual. Jetzt auf den vierten Versuch geschafft. Zweimal war ich hier auf dem Cooping. Dann habe ich ihn nochmal gemacht, damit es einfach clean ist. So, jetzt probiere ich hier noch eine Line in der Bowl zu filmen. Dafür brauche ich wahrscheinlich ein, zwei Versuche, damit alle Perspektiven drauf sind. Aber let's do this! Wow, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.